denke auf jeden Fall, dass Tätowieren in erster Linie eine Dienstleistung ist. Man arbeitet direkt an einem Kunden. Kurz nachdem ich angefangen habe, selber Leute zu tätowieren, habe ich dann auch mein erstes Tattoo bekommen, einfach aus Interesse, wie sich das Ganze anfühlt. Und klar steigt die Faszination natürlich auch dafür und man will auch Teil des Ganzen sein und auch an sich selber damit arbeiten können. Und deswegen habe ich meine erste Tätowierung dann auch recht schnell bekommen und habe nie aufgehört, seitdem mich ständig weiter tätowieren zu lassen. Also grundsätzlich werden mitgebrachte Vorlagen immer irgendwie umgearbeitet, allein schon, damit sie vernünftig tätowierbar sind. Ich habe nicht den Anspruch, mich selber daran zu verwirklichen, was natürlich auch schön ist und was natürlich ganz besonders schön ist, wenn einem dieser Raum gegeben wird von Kunden ganz absichtlich. So zum Beispiel das Projekt, was wir jetzt hier gerade gesehen haben, das ist genau so entstanden, dass die Kundin eben meine Art zu arbeiten schön fand und meine Bilder und dementsprechend möglichst freie Arbeit von mir auf ihrem Rücken haben wollte. Mit richtiger Kunst meine ich etwas völlig Freies, was hundertprozentig aus einem selber kommt, was man der Welt mitteilen will. Als Künstler muss man ja immer irgendwas mitzuteilen haben oder irgendeine Ansicht oder irgendeinen Mehrwert für den Betrachter sozusagen haben, und der wird mir als Tätowierer vorgegeben. Da habe ich Kunden, die etwas Bestimmtes wollen, etwas Bestimmtes ausdrücken wollen oder nur irgendetwas Ästhetisches haben wollen, und ich bin dafür da, das umzusetzen. Das ist mal mehr, mal weniger frei oder kreativ oder gehaltvoll, aber es ist immer angewandt.